wir bauen das jetzt hier auf die Brücke. Geht auch. Zack. So. Und jetzt Bauhammer. Hallo in die Runde und willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Enshrouded hier beim Zockbock. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie versprochen, machen wir hier in der Krypta der Jägerin weiter. Wir sind hier gerade mit unserer Sylvie. Wir haben unsere Jägerin dort aus ihrem Kanister geholt. Aus ihrer Flammenurne oder wie auch immer man es nennt. Die ist jetzt schon bei uns zu Hause. Wir können sie nachher beschwören. Aber wir haben beim letzten Mal unten gesehen, dass es für 3 Schalter noch eine goldene Kiste zu holen gibt. Und im Allgemeinen wollte ich mich hier noch ein bisschen umschauen. Vielleicht findet sich hier noch das ein oder andere Truhchen. Guck mal, da kann man doch schon wieder hoch. Ich sehe es doch. Zack. Okay. Man sieht halt nichts, ne? So viel dazu. Ich sehe es doch. Zack. Ah, wir können ja auch die Dinger wieder zerschlagen. Da gibt es vielleicht noch Tränke für uns. Aber jetzt erstmal hier rüber. Da geht's hoch aufs Dach. Leute. Huh? Doch, geht. Ich habe schon gedacht, die hätten das rausgepatcht. Seht ihr was? Könnt ihr was sehen? Ich mache lieber die Fackel an. Das sieht ja mal irre schön aus, Leute. Guckt euch das Land. Nachts. Das Miasma ist nachts echt hübsch. Auch da hinten, das Rote. Wahnsinn. Und man kann überall hin. Mann, wir haben noch so viel zu entdecken. Wenn ich die Weltkarte anschaue, dann denke ich immer, uch. Wir haben erst so einen Mini-Mini-Mini-Teil. Kommt man hier rein? Ja! Noch eine Silbertruhe. Es lohnt sich echt, überall anzugehen. Überall. Ja gut, der lohnt sich jetzt nicht so. Den würde ich ja direkt mal zerlegen. Hier auch. Wir können unseren Bogen mal ein bisschen mehr testen. Wir haben so viele Pfeile. Droppen die nichts mehr? Was ist da los? Aber vielleicht die Menge. Okay, das haben wir. Hier kamen wir hoch. Dann würde ich nochmal vorne reingucken. Utsch. Ah, Fallschaden ist echt real hier in diesem... Ah, das ist das Vordach. Ah, ja. Fallschaden ist echt eine miese Geschichte hier. Gut. Also wir müssen noch 2 Schalter finden. Einen haben wir gefunden. Hier ist die Tür vom letzten Mal, die wir gefunden hatten. Und die Goldtruhe, ohne die gehen wir natürlich nicht nach Hause. Da hinten ist ein Schalter und ich glaube, da muss man hinschwingen hier von der Seite. Und dann... Ah, da kann man nämlich klettern. Aber das muss man vielleicht noch 2-3 Mal üben. Außerdem ist es dunkel und man sieht nichts. Ah, Mann. Das gibt's doch nicht. Jump'n'Run, einhaken, genau mein Ding. Reicht das, wenn ich hier so spring? Ah, das, also wir waren doch dran, oder? Da drüben gibt es auch. Au. Autschi. Hier ist noch eine Tür. Gar nicht gesehen. Ich glaube, da ist ein Knopf. Dann da ist das da hinten, der dritte. Wir können noch mal probieren, mit dem Bogen drauf zu schießen. Vielleicht geht das auch so.
Okay. Tierfell. Okay. 2 von 3. Nein. Schnell. Schnell. Autsch. Das war unvorsichtig von mir. Bisschen gepanikt. Okay. Zack. Und. Oh, das gibt's doch nicht. Ich will das jetzt schaffen. Ich möchte das jetzt schaffen. Ja! Yes, yes, yes. Geschafft. Zack. Jetzt haben wir die Truhe auch. Schuck. Oh, das tut weh. Nee, gut. Wir haben die Truhe, Leute. Da. Und noch einige Dinge zum Zerschlagen. Der ist ein bisschen an... Der ist noch schwächer, ne? Miasma-Schaden macht er, aber den würde ich dann... Den würde ich dann zerlegen. Der finde ich von den Werten nicht so gut. Da bin ich ganz, ganz klar. Wir zerschlagen das erstmal und dann holen wir die Fackel raus. Und gucken, was uns erwartet. Drops waren schon mal besser. Naja. Wasser und eine Bandage nehme ich gerne. Okay. Dann machen wir die hier noch kaputt und dann haben wir eigentlich hier alles an dieser Stelle in der Krypta getan. Würde ich sagen. Dann ist dann die Frage, hier wäre der Schreiner und hier wäre die Bäuerin. Wir haben jetzt 3, das heißt, eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, mal was zu bauen. Ich habe auch überlegt, das in einem Baustream zu machen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Aber den hier würde ich schon noch gerne angucken. Und was ist das hier? Ein ewiger Zauber. Das hier wäre noch interessant. Und zur Bäuerin ist es von hier auch nicht so weit. Würde ich schon gerne alle haben. Wollen wir in dieser Folge noch uns hier den Schreiner schnappen? Wir gucken mal, ob das unser Level dort ist. Und dann erkunden wir einfach die Gegend dahin und schauen mal nach. Raus wollen wir. Und ich würde eigentlich auch gern irgendwo schlafen. Ja, unser Kuppel ist auch noch da. Hi. Den lassen wir in Frieden, wie beim letzten Mal. Soll der mal da bleiben? Soll der mal da bleiben? Wir haben ein paar Fähigkeitspunkte. 2. Das reicht aber nicht für den Sprungangriff. Sparen wir da ein bisschen. Ah, das ist auch interessant. Noch mehr Leben für uns, aber auch 3. Das hier ist ja was, was ich vom Magiebaum gerne mit einbeziehen würde in unsere Krieger, in unseren Kriegerbild, den Teleport. Das sind aber einige Punkte, ne? Wir brauchen entweder wir gehen hier lang. Konstitution, glänzende Platten, also 2, 4 und da ist, man könnte hier rumgehen oder geht einfach den kurzen Weg, aber dann hat man halt einmal Punkte an Intelligenz und Mana verschwendet. Das fände ich schon gut. Diesen Teleport fände ich super. Aber gut, dann würde ich sagen, wir sparen mal noch unsere Punkte. Es ist jetzt nicht so dringend, dass wir die ausgeben müssen. Und wir begeben uns mal gleich hier nach unten, oder? Ja, da gibt es auch noch die Quest, die wir anschauen wollen. Und da hinten, oh, da ist auch ein Turm oder sowas. Jetzt geht es auch mit der Dunkelheit.
nur im Schatten sieht man auf jeden Fall nichts. Ah, die Klinge leuchtet sogar von selbst. So praktisch. Das ist ja cool. Dann haben wir immer so eine kleine Fackel dabei, solange wir dieses Schwert nutzen. Die nehmen wir natürlich mit. Und hier ist dieses Lager. Südliches Karawanenlager. Ein bisschen mehr Licht. Ah, hier können wir schlafen. Optimal. Okay, das ging schnell. Auf zum Morgenrot. Ja, besser ging es doch jetzt nicht, oder? Dann haben wir jetzt alle Licht. Wir sehen alle wieder was. Können wir weitermachen. Und hier gibt es auch was zu lesen. Das war jetzt welche Quest? Diese Liebenden, glaube ich, ne? Epischer. Epischer Magierstab. Aber wir haben halt diesen legendären, ne? Mana-Punkt erhöhen. Nee, brauchen wir alles nicht. Die Wiederentdeckung eines alten Anblicks. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal den Sonnenuntergang auf dieser Seite der Berge erleben würde. Als ich jung war, war die Abenddämmerung noch heller. Ein leuchtender Vorhang aus Lavendel oder Traube. Eine Mischung aus Mandarine und Ringelblume. Ein blühendes Rot vor der Dunkelheit. Jetzt ist alles grau. Ich bete, dass die Erbauer die nördliche Karawane mit ihrem Licht beschützen. Ich glaube an Cyrus. Glutwacht ist in Sicht. Meine Leute sind müde, aber wir können nicht rasten. Wir müssen für jede Seele, die wir verloren haben, noch härter werden, und ich habe gelernt, dass wir schnell sein müssen. Ich habe ein seltsames Gefühl, diese Furcht nicht verweilen zu können, dass ich wieder allein bin. Warum kann ich diese Angst nicht abschütteln? Nein, diese Vorahnung. Königin Jasmina. Diese Bilder sind auch hübsch. Ob man die dann aufhängen kann, ob man die auch herstellen kann für seine eigene Bude. Das fände ich cool. Gibt's hier was? Ah ja, guck. Guckt euch das an. Metallschrott. Und was ist denn das? Ist das nur ein Stein? Das ist nur ein Stein. Aber dann lohnt sich das ja hier. Die Frage ist jetzt, sollen wir kurz das wegbringen? Und reparieren oder einfach schnell, dann würde ich einfach schnell hier was aufbauen. Also, wir können ja einfach schnell hier einen Flammenaltar hinstellen. Bergbank haben wir zu Hause und dann porten wir uns einfach gleich wieder zurück. Wir können ja den einfach hier zack, hinlegen und dann deaktivieren wir ihn einfach wieder, wenn wir nicht mehr brauchen. Dort vorne vor diesem Turm vielleicht. So, ein bisschen was getrunken und gegessen. Hier gibt es auch noch eine Ruine und so. Wir machen jetzt ganz entspannt. Die letzte Freude, bei der letzten Folge wollte ich so viel. Ich finde, wir können das jetzt auch mal ein bisschen lockerer angehen. Den Turm würde ich gerne erforschen. Und ich hätte, glaube ich, gern diese Ruine hier angeschaut, oder? Da könnte es doch bestimmt die eine oder andere Truhe für uns geben. Dann täte ich meinen. Kurz mal hier den hier hingestellt. Oh. Der Funke des Wissens in dir wurde entfacht. Mach dich bereit, die Geheimnisse unserer Vergangenheit zu lüften. Finde zwei Obelisken der Erbauer in den Hochweiden, um das Schicksal der Welt zu erfahren. Eine Geschichte von Fäulnis und Feuer. Nur diejenigen, die die Wahrheit suchen, werden sie auch finden. Noch ein Marker. Oh, da oben. Okay. Das heißt, hier gibt es den einen Obelisken. Und dort. Ah, sind diese roten Markierungen vielleicht diese Story-Geschichten mit den Obelisken? Und die blauen sind diese Siedlungsruinen. Ich muss mir das nochmal genau anschauen. Was hier was ist? Das sind Abbauminen natürlich, ist klar. Aber wir gehen jetzt erstmal kurz nach Hause. Ha,
Hallo, hallo, du hast was zu erzählen? Nee, hat er nicht. Do let me know if you need anything else. Ja, danke. Er hat bestimmt nur ein neues Rezept bekommen. Hier gibt's auch noch was zu erzählen. Ein weiterer Überlebender ist erwacht. Der Alchemist wird sich mit seinen Tränken und Heilfunkturen als sehr hilfreich erweisen. Das glaube ich allerdings auch. Da brauchen wir 5 Funken. Junge, Junge, Junge. Na, hier ist noch nichts drin. Da kann man so überlegen, was wir da reintun. Ich erzähle es nochmal. Ne? Dieser Shortcut, Umschalt-R für ablegen, was in der Kiste vorhanden ist. Ich finde, das sollten mehrere Survival-Games implementieren. Das ist so hilfreich. Mega gut. Warum das noch nicht andere Leute über sich überlegt hatten, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wäre cool, wenn man das noch nur auf die Kiste gucken und dann Umschalt R. Ob das geht? Kurz probieren. Das wäre ja. Was wäre das? Nee. Okay. Also das wäre Next Step, ne? Dass man gar nicht erst die Kiste öffnen muss. Vielleicht patchen sie es noch rein. Ja, die finde ich eigentlich hier Bullshit, ne? Die brauchen wir nicht. Ja, ich kann das jetzt auch nicht weiter ertragen. Wir müssen in der nächsten Folge spätestens bauen. Das geht ja sonst, das ist ja, das kann man ja nicht, das ist ja nicht tragbar. Oder wir sagen einfach, wenn alle 5 Begleiter da sind, alle 5 Leute, die hier wohnen, dann machen wir eine große, große Baurunde und bauen unser Dorf auf. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu meint, ob wir erst alle 5 zusammensuchen sollen oder vorher schon mal anfangen zu bauen. Dann entscheiden wir das einfach gemeinsam. Die Jägerin lebt. Vielleicht kann sie dir noch das ein oder andere über das Überleben in den verhüllten Ländern beibringen. Das glaube ich aber auch. Komm, wir stellen sie schon mal hin. Wir stellen sie schon mal hin. Atalans Kree. Können wir hier hinstellen? Unters Dach. Gemeinde. Oh, hier gibt es wieder 2 Quests. Ich kämpfe schon lange gut genug, um zu überleben, um zu spüren, wenn ich nicht alleine bin. Ich fühle, dass noch andere Schlafende auf uns warten und dass wir mehr tun müssen, als nur durchzuhalten. Wir müssen uns niederlassen, etwas anbauen, das Land wiederbeleben. Ich erinnere mich vage an einen Ort. Dort gibt es eine weitere Krypta der Erbauer. Geh nun und wir vertrauen auf dich. Das ist dann die Bäuerin, denke ich. Uns mangelt es an vielen Dingen. Ohne eine ständige Versorgung mit Salz wird es schwierig sein, Pelze zu konservieren. Ich bin vielleicht nicht von hier, aber ich kenne das Land sehr gut. Hier, ich werde einen Ort, an dem es Salz gibt, in deinem Tagebuch vermerken. Enttäusch mich nicht. Die stellt hier gleich Anforderungen. Ich habe dich gerade aus deiner Kammer geholt, Freundchen. Leute. Rucksackerweiterung. Trockengestell, damit können wir dann diese Felle herstellen. Harzfackel, Speerset. Oh, und man kann Teppiche und so Dekorationen mit ihr machen. Sehr, sehr, sehr gut. Dafür brauchen wir sicherlich den Schreiner. Aber Rucksackerweiterung ist ja mal super gut. Da stellt sich mir die Frage. Trockengestell. Kann ich das bei dir bauen? Ja. Holzscheit und Garn. Machen wir schon mal ein paar. Oder? Haben wir Salz? Haben wir genug Salz? Das habe ich doch bestimmt hier reingetan. Hier ist 10 Salz. Das wird nicht reichen. Wir holen einfach unterwegs welches. Wir holen unterwegs noch kurz Salz. Okay, Leute. Dann schauen wir mal weiter, oder? Schön, dass ihr jetzt alle hier seid. Also, Karte auf. Hier haben wir ja schon eine Markierung gesetzt, oder? Ja, Wegpunkt. Weiß gar nicht, was das hier ist. Hat gar keine Markierung. Wie ich das gemacht? Hier gab es auch Salz. Und das da
Ah, Salzminenstandort. Ja, da waren wir schon hier an der Mine. Das war gleich neben dem Lager dort. Dann lasst uns doch jetzt mal kurz den Turm anschauen. Hier gibt es auch schon wieder. Da geht man hier rein. Da hinten ist die Krypta, oder? Ist das nicht? Sieht man das nicht schon von hier? Alle, guck mal da lang. Das ist doch die Krypta. Die Ruine machen wir auch noch, aber jetzt erstmal hier diesen schicken Turm. Der ist schon wieder aus einem anderen Material, was ich gerne zum Bauen hätte. Schaut es euch an, wie hübsch das ist. Oh, wir machen gut Schaden mit diesem Bogen. Oh, oh, oh. Verbrennt! Oh, okay, das war der. Der kam offensichtlich runter. Oh Gott. Die halt so schnell in den Taumel, das finde ich so gut. Der Skill hat sich wirklich gelohnt. Ich weiß nicht, wer von euch den vielleicht auch hat. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, warum nicht unsere Flamme hier hinsetzen und diesen Turm bewohnen? Könnte ich mir gut vorstellen. Das ist Miasma-Holz, der Baublock. Aber das ist das Feuersteinblock? Hm. Hätte ich gerne. Gibt's hier was? Ich finde ja so Haufen irgendwie verdächtig hier in diesem Spiel. Nee. Nö. Genau, das ist der Miasma-Holzblock. Der ist auch sehr schick. Bisschen runtergekommener als der Rest. Ah, Leute, ich sag's euch. Guckt. Jetzt haben wir natürlich keinen Schrott, ne? Aber wir kriegen vielleicht hier mal irgendwo einen Schrott raus. Na, vielleicht oben. Das blendet. Kommen wir da hoch? Draußen, oder? Das ist doch wieder so ein... Ah, da. Guckt euch das an, hier diese Verzierung. Welches Dach ist das denn? Ist das Dach aus... Miasma-Holz? Und wenn ja, wie kann ich das herstellen? Kann ich das schon? Teer. Aber wir kriegen das jetzt nicht freigeschaltet. Das wäre Teer. Okay, wir kriegen hier Teer aus dem Dach raus. Auch eine hübsche Tür. Sehr hübsch. Man kann den wieder aufbauen. Das wäre ja überhaupt kein Problem. Wir können das ja mal probieren, ob das geht. Der ist gut. Der ist gut für uns, Leute. Nehmen wir den hier raus, oder? Den raus und den da rein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Schöne Truhe. Und dann die Frage, wenn ich die Flamme so setze, dass ich hier vielleicht bauen kann, wenn das geht. Respawnen dann die Truhen? Habe ich dann immer eine goldene Truhe, wenn ich mich einlogge? Das wäre auch krass. Kann ich dich abbauen? Eigentlich nur versucht, um noch einen Schrott zu kriegen. Zwei Schrott natürlich. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt hier keinen zusammen, ne? Oh, ich hätte so gern das Bild. Ja, mir aus dem Holz ist klar, ne? Da war ein Wildschwein drauf. Habt ihr es gesehen?
Oh, hier gibt's doch bestimmt Schrott. Was ist los? Die wollen gerade nicht. Na gut. Oh. Oh, 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 oh. Ich hab's gesehen. Viel zum Zerlegen, Leute. Viel zum... Ich find's... Kann man mittlerweile die Ringe zerlegen? Nee. Warum auch immer. Ich finde, das wäre okay. Die Ruine. Ja, dann machen wir jetzt die Ruine. Und in der nächsten Folge dann... Also mein Vorschlag, um das nochmal kurz abzurunden, wäre, wir holen alle 5 Bewohner und bauen dann unsere große Siedlung und unsere Basis. Und da, bis dahin machen wir erstmal nur Folgen, wo wir die Bewohner ranholen. Das heißt, wir holen jetzt in der nächsten Folge den Schreiner und darauf folgend die Bäuerin, je nachdem, wie lange es dauert. Wenn wir beide schaffen, glaube ich nicht. Ihr seht ja selbst, man bleibt einfach unterwegs zu sehr hängen. Und ich will das ja auch mit euch entdecken. Und wenn wir beide haben, dann haben wir alle 5 beisammen, dann bauen wir denen alle ihre schönen Häuser, uns auch eine kleine Unterkunft. Wir können uns auch überlegen, ob wir dort, wo wir gerade unsere Startbasis haben, wirklich bauen wollen oder ob wir uns einfach schon mal eine etwas vorwärts gelegenere Region suchen. Also damit meine ich jetzt eher hier. Irgendwo hier im oberen Bereich, weil wir dann einfach dort von dort aus schon besser aufbrechen können als von hier. Dann müssen wir den ganzen Weg nicht zurücklegen. Und außerdem, vielleicht gibt es auch irgendwo eine Ecke, wo wir sagen, Mensch, da wollen wir hin. Oder wir sagen, wir probieren das mal mit diesem Turm. Das können wir eigentlich auch gleich probieren. Dann machen wir jetzt kurz die Ruine. Dann schnappen wir uns hier unser Feuer und schauen mal, ob wir dort oben, ob wir diesen Turm behausen können. Also hier die tilgen wir. Flamme tilgen. So. Und da oben sind wir hergekommen, ne? Das ist unsere Krypta. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal kurz hier noch rein. Ich will jetzt nicht so viel überziehen wie in der letzten Folge. Aber ich finde, das war okay. Ich wollte einfach die Jägerin noch mit euch holen. Oh Gott. Gerade noch so gesehen, haben wir gerade 100 Schaden gemacht. Mega gut. Oh, unser Bogen ist auch super schön. Der spielt sich ja gut. 2 Schuss und dann ist er weg. Nice. Da sind Sprengfesseln. Okay. Ich würde gerne mal in den Turm da reinschauen. Da rein. Käfer? Käfer? Hat sich wie Käfer angehört. Pfeile, na klar, nehmen wir gerne. Sonst nichts. Ja, wie jetzt? Ist da eine Gruft runter? Hm. Da sollten wir nicht runterfallen. Vermutung. Nein. Dann wahrscheinlich hier auch nicht. Und hier geht's auch nicht runter, oder? Nee. Salzquell heißt diese Ruine. Ganz schön zerfressen von diesem Pilz. Oh, da gibt's was zu lesen. Vielleicht auch vorne da. Ich hab's gehört. Aus der Verborgenheit erstickt und verschlungen. Das Miasma verschlingt alles, sogar uns.
Wir verlieren uns in der Dämmerung, verschwinden und verwandeln uns im Meer des kornblumenfarbenen Zwielichts. Noch nie habe ich eine Krankheit, einen Fluch von solcher Mächtigkeit erlebt. Der Nebel verbrennt die Augen und die Lungen, doch er tötet nie vollständig. Er breitet sich aus, er manipuliert, er zerfrisst uns ganz langsam und lässt uns nur eine tote Hülle zurück. Es gibt kein Heilmittel dagegen, nur die Macht der Flamme kann das Miasma im Zaum halten. Balthasar. Ist das unser Balthasar? Weil hier steht Theorien des Alchemisten. Das ist unserer, oder? Das ist doch unser Balthasar. Verrückt. Ist das dann auch unser Balthasar, der diese Flammenbottiche erfunden hat? Das wäre krass, da hätten wir ja voll die Berühmtheit hier bei uns. Wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr? Da ist euer verdammtes Nest. Nicht treffen, aber ihr mich. Ungut. Das ist keine gute Basis für eine Diskussion. Geht weg. Gehen wir nochmal hier reingucken. Ah, danach habe ich gesucht. Mana-Ring für unsere Zeit als Zauberer, wann auch immer die sein wird. Silvi, die Schwertmeisterin, ist da noch nicht überzeugt von, dass das irgendwann mal kommen wird. Was ist das? Die Sonne, die hier so hell leuchtet? Oder ist das eine Truhe, die dahinter... Die Sonne, ne? War es das jetzt hier schon? Ich habe jetzt nichts ultra Verdächtiges gesehen. Nee. Ja, in Ordnung. Okay. Dann auf zu unserem Test, ne? Den machen wir jetzt noch gemütlich zusammen. Wir schnappen uns hier. Genau, wir brauchen vielleicht ein bisschen Stein kurz. Um kurz einen Flammenaltar zu bauen. Aber das geht ja fix. 5 Stück oder so. Zack. Und Flammenaltar. Genau. Und dann vielleicht noch ein bisschen Stein. Um auch was zu bauen. Vielleicht brauchen wir auch ein bisschen Holz. Maiskolben. Beeren. Ein paar Äste vielleicht, damit wir noch so eine Werkbank bauen können. Und dann probieren wir mal kurz, dort was zu manipulieren. Vielleicht kann man dann auch, wenn man die Flamme gesetzt hat, vielleicht kann man dann besser bauen. Kann man das dann schneller abbauen und solche Sachen. Das müssen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Ich meine, ich habe dich gehört, aber ich wusste nicht, dass du schon so nah an mir dran bist. Gut. Also wir haben jetzt einen Flammenaltar. Wir sehen den Bereich. Was machen die Wölfe dort? Und wo kommt ihr her? Hallo? Ich meine, es ist gut, vielleicht neues Tierfell und Fleisch für uns, aber... So, und wenn ich jetzt hier diese Flamme nehme. Guck, dann kann ich die sogar in dieses Teil reinsetzen. Ich würde die halt hier draußen gerne hinsetzen. Gestalten wir schon mal um. Also wir machen jetzt hier das weg. Und dann hacken wir uns hier eine Tür rein. Für Forschungszwecke. Junge, Junge, hier in dem Block ist man aber dran. So, und dann wir machen das jetzt mal hier hin. Da draußen. Gott. Da oben würde ich gerne hin. Doch, durch die Wand hauen. Ich wollte es abkürzen. Das ist nie gut, wenn man abkürzen will. Das bringt nichts.
Ist jetzt wieder ganz, oder wie? Hat doch keinen Schaden, oder? Okay, komm, wir bauen das jetzt hier auf die Brücke. Geht auch. Zack. So. Und jetzt Bauhammer. Ja, Leute. Grober Feuersteinblock. Jetzt haben wir die auch wieder zurückgekriegt. Das hat... Ich fasse es nicht. Ich kann mir die Blöcke klauen von hier. Das ist ja genial. Wir können jetzt hier einfach einziehen. Wir könnten. Dann machen wir hier die Dinger zu. Räumen hier auf. Dann wäre halt interessant rauszufinden, was nach einem Respawn passiert. Aber ihr seht jetzt, ist dieses... Der Baubereich, der kleine, den wir jetzt haben, der geht einmal drumrum. Das reicht aus. Und ich meine, wenn wir erweitern, das ist ja kein Problem. Dann könnte man hier draußen auch Felder anlegen und solche Dinge. Und hätte so einen hübschen Turm. Ah, das hat eine begrenzte Höhe. Aber gut, den erweitern wir natürlich. Das ist ja kein Problem. Da oben geht es noch nicht. Aber das wollte ich rausfinden. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach Sachen abbauen. Ja, den lasse ich natürlich stehen. Ne? Wir finden jetzt mal kurz raus, was passiert, wenn man gelockt hat. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich kann nicht das jetzt einfach abbauen? Das stand abbauen. Ja, entspannt. Da kann man das ganze Ding auf... Kriege ich das Bild? Oder ist es dann kaputt? Wir testen das. Ist einfach weg. Habe ich es im Inventar? Nee. Okay, da, aber damit kann ich leben. Und die Truhe? Die bleibt jetzt erstmal. Das hier kann ich einfach abbauen, ne? Das Regal. Upp. Auch die ganzen Vasen und so sind alle so ab sofort abbaubar. Der Eimer. Die Fackel. Okay. Und schon hätten wir uns hier für unsere kleine Basis Bauplatz geschaffen. Ne? Und dann können wir unsere eigenen Möbel reinstellen. Zack, zack, zack. Alles kein Problem. Das muss natürlich woanders hin. Wir können die Flamme auch in die Mitte vom Turm stellen. Dann hätte man den gesamten Turm drin. Und dann erweitern wir dementsprechend. Und hier draußen, da würden dann Felder hinkommen und so. Das ist ja cool. Das würde also auch mit solchen Fachwerkhäusern gehen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, auch vor allen Dingen für Leute, die jetzt eher so nicht unbedingt bauen wollen, aber trotzdem in einem hübschen Haus wohnen wollen. Schnappt euch einfach ein bestehendes. Schnappt's euch. Und baut einfach da rein eure Möbel, macht's euch gemütlich, baut die Werkstätten für eure Mitbewohner ein. Und dann habt ihr auch ein richtig cooles Haus und habt keinen Block oder so. Ja. Richtig genial. Das war doch eine schöne Entdeckung jetzt am Schluss von der Folge. Würde ich sagen. Stellen wir uns hier hin. Und ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart hier bei der Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten wieder. Wenn euch die Abenteuer von Sylvie gefallen, dann lasst gerne ein Abo da. Bis bald. Ciao.